Hallo YouTube, wir haben jetzt mal wieder Tech-News, aber eigentlich sollte ich sie ja schon umbenennen in Apple-News, weil es kommen ja fast nur mehr Apple-News, es gibt ja fast gar nichts anderes mehr zu erzählen. Hauptthema zurzeit ist ja die Apple Watch und das neue MacBook, aber brandaktuell, es waren jetzt gestern die Quartalsberichte von Apple und da ist wirklich was los gewesen. Ja, unglaubliche Quartalszahlen von Apple zwischen den Zeitraum vom Jänner 2015 bis März 2015 und zwar, sie haben wirklich alles in den Schatten gestellt. Ja, generell kann man sagen, die ganzen Fachleute, was im Vorhinein schon gesagt haben, wie viel Apple circa absetzen wird, waren nicht enttäuscht, sondern sogar überrascht, weil einfach die Zahlen nochmal immens nach oben gegangen sind. Ja, es wurden insgesamt über 61 Millionen iPhones verkauft und der sagenhafte Gewinn von 13 Milliarden wurde nochmal um 3 Milliarden aufgestockt. Das ist eine bahnbrechende Zahl, das heißt, die ganzen Barreserven von Apple wurden nochmal immens aufgestockt. Ja, sogar die Mac-Verkäufe sind gestiegen und zwar um 10%. Das ist eigentlich beim schwächelnden Heimcomputer- und PC-Markt eigentlich enorm, diese Summe, dass da nochmal eine Steigerung rausgeholt worden ist. Ja, das einzige Minus, was Apple auch erwartet eingefahren hat, waren die minus 20% bei den iPad-Verkäufen. Also ich glaube, der Markt ist schon gesättigt. Ja, von der Apple Watch gab es leider keine Verkaufszahlen, aber das werden wir dann alles sehen im nächsten Quartal und werden wir sehen, ob sie die Gewinne nochmal erhöhen können oder zumindest halten können. Weil wir gerade bei der Apple Watch sind, und zwar jetzt haben die ersten bekannt gegeben, die was die Edelstahl-Variante haben, also nicht die Sport oder die Edition Watch, sondern das Ding, was dazwischen ist, ja, die Edelstahlgehäuse sind sehr anfällig auf Kratzer, aber man kann das Ganze hinauspolieren. Und zwar, man braucht da eigentlich nur eine Polierbaste. Es wäre auch angedacht gewesen, ein härteres Edelstahl zu verwenden, aber das wäre dann wieder teurer geworden für Apple. Wäre aber genauso anfällig gewesen. Ja, die Sport Edition von der Apple Watch ist zwar aus Aluminium, ist ein bisschen härter als das Edelstahl, aber auch genauso kratzanfällig. Wird interessant sein, wie viele Leute das reklamieren werden, ob es dann wieder einen Garantieaustausch gibt. Das wird interessant und ich würde sagen, wir werden weggehen von der Apple Watch und schauen rüber noch schnell zum MacBook. Ja, beim MacBook gibt es jetzt die ersten Benchmark-Tests und zwar man kann circa vergleichen, dass das MacBook, also das aktuelle, zu vergleichen ist mit der schlechtesten iMac-Konfiguration oder mit dem MacBook Air von 2014, also das 11 Zoll mit 1,4 GHz. Da ist das circa angesiedelt, aber jetzt frage ich mich, wer braucht jetzt dieses MacBook? Es ist ja eigentlich, es hat nur einen Anschluss, ich habe sonst keine weiteren Anschlüsse. Ich kann damit eigentlich gar nicht so viel anfangen. Also wer soll eigentlich das kaufen? Soll es Studenten kaufen? Geschäftsleute kaufen? Es ist für mich einfach viel zu teuer für das, was es eigentlich nicht kann. So, das waren jetzt mal wieder kurze, knackige Technos. Hier drüben werde ich euch einblenden. Mein letztes Video. Unten die ganzen Links zu meinen Social Media Plattformen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Ja, was sagt ihr zu den Apple News? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen drüber plaudern. Und darum bis zum nächsten Mal, YouTube. Ciao, Baba.